Wo sind wir hier? Also wo ist denn unser Studio hin? Wir sind in der Natur. Natur? Ja. Um Gottes Willen. Wie kann man denn in die Natur gehen? Da, wo die in dieser Hitze. In dieser Hitze sind. In die Natur. Wer macht denn sowas? Oh. Dies ist ein Teaser. Oh ja. Hallo. Guten Tag. Ja. Wir sind im Schlosspark in Oranienburg übrigens. Ja. Ne? Kann man ganz gut an den Sprengern sehen. Echt? An den Sprengern kann man erkennen, dass wir im Schlosspark Oranienburg sind? Ja, die sind aussagekräftig. So, jetzt gibt es nur noch Oranienburg. Nein. Am Sonntag um 11.30 Uhr machen wir nämlich einen Spaziergang durch Oranienburgs Schlosspark. Ja. Ich wollte jetzt hier noch so ein paar Superlative, aber nee. Wird mir ja gleich verboten. Wieso verboten? Wir sind einfach pragmatisch. Ganz klare Kante. So. Schlosspark. Spaß, Freude, Ausflug. Hashtag. Es gibt nicht wohltemperiertes Bier. Ja, leider. Wir spazieren durch einige der Gartenzimmer. Ja, und es gibt übrigens keinen CD-Tipp diese Woche. Stimmt, es gibt keinen CD-Tipp diese Woche. Das ist das Beste an der Sendung, dass sie diesmal wirklich mit diesem Metal-Scheiß verschont werden. Ich habe übrigens eine ganz klassische Metal-Scheibe am Start gehabt. Aber nee. Erzählt doch jetzt. Nö. Willst du verschenken? Ja, die Teaser gucken ja auch kaum Leute, da hast du recht. Deswegen müssen wir ja in der nächsten Sendung dann verwursten. Ah, das ist sehr schade. Ja. Worüber sprechen wir denn trotzdem? Also wir sprechen natürlich über den Schlosspark, wir sprechen aber auch Corona. Genau, darüber, dass Neuseeland wegen 4 Leuten im Lockdown ist. Im Lockdown wieder ist. Ja, Berlin will jetzt Alkohol verbieten, Prohibition 2.0. Ich habe hier irgendwas am Finger, was mich irritiert. Wie nennt man Insekten? Das war kein Insekt. Also, Dreck halt. Ich habe mich beschmutzt in diesem Schlosspark. Du bist ein böser Junge. Ein böser Junge. Ja, sprechen über Florian Schröder, der in dieser Woche mit einer sehr interessanten Aktion auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir reden noch über eine illegale Technoparty in Oburg. Und wir reden über Wahlplakate, die ja in Wirklichkeit gar keine Wahlplakate sind, obwohl da Parteien draufstehen, aber alles ist ja gar nicht so gemeint. Nein, genau. Wir verraten aber nicht. Ja, worüber sprechen wir denn nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Wir haben alles besprochen, was auf meinem Zettel steht. Ja, ich habe nichts. Ich muss mal gucken, was da auf meinem Telefon irgendwas steht, was ich da noch nicht besprochen habe. Stromsparspar. Man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Schlosspark wirklich ein Besuch wert ist. Und auch ich muss ehrlich sagen, dass ich... Brandenburg erhält Maskenpflicht für Schulen und Orte. Das hat man noch nicht gehört. Lass mich doch mal ausgehen. Ja, Entschuldigung. Und es gibt auch Sachen, die ich hier tatsächlich noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass ja dieser Schlosspark noch sehr viel weitläufiger ist, noch so ein richtiges Waldareal hat. Aber weißt du, was wir noch erzählen können, was am Wochenende sein wird in Oranienburg? Na? Also habe ich notiert. Esskulturmarkt am Schloss Oranienburg. Street Food vom 14. bis 16. August in Oranienburg am Schlosspark. Und das heißt was? Ja, keine Ahnung, irgendein Street Food Festival. Na, du musst doch, wenn du das hier anpreist, wissen, worüber du redest. Ja, über Street Food, Bier und Wein. Was ist das Street Food? Ja, es werden bestimmt Stände aufgebaut, bestimmt sowas passiert. Ja, und was wird da verkauft? Was ist das Street Food? Straßenessen. Ja. Straßenessen, also Leute, was Leute so weggeworfen haben. Das ja, genau. Und das BB-Radio ist dabei. Ei. Ich habe am Wochenende die Rick DeLisle-Show gehört. Naja, mehr aus Versehen. Aus Versehen, ja. Mehr oder weniger. Also lieber Berliner Rundfunk, lieber Rick DeLisle, also wenn ihr schon eine Rick DeLisle-Show macht, dann fände ich es schon super, wenn der Typ dann auch live im Radio im Studio wäre und nicht einmal in einer halben Stunde irgendeine Moderation macht und ansonsten uns die Station Voice mitteilt, dass wir gerade die Rick DeLisle-Show hören. Das hat er aber schon bei Radio Bob in Frankfurt am Main schon gemacht. Also vielleicht hat er gerade seine Show verkauft irgendwie an X Radiosendern. Du meinst, er sitzt in Zürich und hat sozusagen out of order sozusagen alles zugestreut. Clever Rick DeLisle. Ja, ist halt der Ami unter uns, ne? Ja, dann reden wir doch gar nicht jetzt so viel mehr rum. Am Sonntag um 11.30 Uhr seht ihr unseren schönen Ausflug auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal, den ihr ja jetzt alle sowieso schon verfolgt. Ja, ja. Den ihr bitte auch liked. Ja, wenn man es noch nicht gemacht dem hat. Dem ihr auch das Glöckchen drückt, um immer auf dem Laufenden zu sein, wenn es ein neues, heißes Filmchen auf dieser Seite. Ein heißes Filmchen. Ein heißes Filmchen, ja.
Und kommentieren, oben ohne, oder was? Liken natürlich und weiterempfehlen. Ja, das ist doch klar. Habe ich schon kommentiert gesagt? Ja. Also mir ist das nicht klar, dass das alle wissen. Okay, das kommentieren. In diesem Sein Sinne, dazu geben. Alles Gute aus dem Schlosspark und bis Sonntag. Bis demnächst. Ahoi.